barriers can be used to increase your speed if you walk on them in the same direction of travel. Können meine Richtung erhöhen. Okay. Ja. Ja. Ja, ich mag die zwei. Die zwei sind cool. Wir müssen hier auf jeden Fall hoch. Und hier ist auch Endposition von dem Trumpet. Drüben gibt es noch irgendwas. Ah, was zum Lesen. So. Beth Edwards. Hey, Chloe. Das war eine der frustrierendsten Anrufe seit langem. Es begann damit, dass sie meinten, sie wüssten von den Problemen und dass sie die Daten... Okay, Entschuldigung. Ich muss jetzt nochmal von vorne anfangen. Hey Chloe, das war einer der frustrierendsten Anrufe seit langem. Es begann damit, dass sie meinten, sie wüssten von dem Problem und dass sie die Daten, die wir ihnen geschickt haben, gesehen hätten. Sie sagen aber immer wieder, dass es nicht so einfach sei, es ist keine Isolationskatastrophe wie all die anderen vorherigen Ereignisse. Das ist ein erhebliches, tief verwurzeltes Problem, das plötzlich auftaucht. Und sie wissen nicht, wie sie es beheben können. Denn dann schoben sie alles auf unsere Daten und meinten, sie seien fehlerhaft. Da muss ich zugeben, dass unser System anfangen zu spinnen. Anfängt zu spinnen. Ach so, ich bin so doof. Tut mir sehr leid. Dann schoben sie alles auf unsere Daten und meinten, sie seien fehlerhaft. Da muss ich zugeben, dass unsere Systeme anfangen zu spinnen, sobald wir versuchen, das Ereignis zu analysieren, weil es einfach so groß ist. Und trotzdem war ich geschockt, warum hören sie denn nicht auf uns? Im Endeffekt glaube ich nicht, dass ich etwas erreicht habe. Ich mach mir langsam Sorgen, Chloe. Beth, tut mir leid, dass das passiert ist. Es scheint dringend zu sein. Lass uns heute ein dringendes Treffen vereinbaren. Lade alle Manager, Managerinnen und ihre Führungskräfte aus allen Abteilungen ein. Warte, halt, habe ich jetzt hier alles gelesen? Konnte ich nicht runterscrollen? Okay. Ja, sorry für den Verleser gerade. Das muss ich auf jeden Fall nachsynchronisieren. Nein, wollte ich gar nicht. Ja, man sieht halt, dass sie was meinten sie jetzt? Das Problem mit den Robotern oder das große Problem? Aber wir brauchen da auf jeden Fall das Trumpet. Hier muss das Trumpet als letztes hin. Nee, hier muss es als letztes hin. Oder? Ja, theoretisch. Theoretisch, weil... Da kommen wir nicht hoch. Lol.
Okay, dann nehmen wir das hier mit. Muss es dahin? Ich fall runter. Wir müssen uns umbringen. Wir müssen uns umbringen, wir haben keine andere Möglichkeit. Bitte sag, dass wir direkt da sind. Nein. Nein. Ach, ärgerlich. Es muss dann später. Das ist die letzte Position, wo es hin muss. Meine ich. Genau. Da müssen wir jetzt. Jetzt gehen wir aber langsam. Muss gleich nochmal den Zettel hier anklicken. Oh, als nächstes. Bisschen unnötig, was ich hier gerade gemacht habe. Das ist der Last Position. Oh. Und jetzt müssen wir den Würfel nehmen. Okay, nehmen wir den Würfel, gehen dann darüber. Ach, Last Position. Wird das funktionieren? Okay, das reicht schon mal nicht. Okay, reset nochmal schnell. Last Position ist hier. Hier ist der Last Position. Dann hier als nächstes. Dann hier. Damit sind wir dann schon mal fertig. Und deine letzte Position wird, sag ich mal, die hier sein. Hoffe, das geht so auf. Deine letzte Position wird die hier sein. Das ist jetzt nicht sein Ernst. Das ist jetzt gerade nicht passiert. Uff.
Ja. Okay. Jetzt die Position ist das. Dann das. Dann das. Oh. Letzte Position ist das. Gehen wir hier rüber. Oh. No. Ich guck jetzt lieber mal. Oh. Ach nö. Wenn runtergefällt. Aber zum Glück ist da nicht das ganze Rätsel kaputt wie gerade vorhin. Es reicht einfach nicht. Danke. Oh, jetzt hat. Hat er jetzt lang genug gedauert, das Rätsel. Oh, jetzt haben wir's. Mann, Mann. Ich habe mich aber auch dumm angestellt, kurz. Ja? Bei 40%. Uff. Hier nochmal lesen. Also, wir haben das geschrieben. Claire. Hey Claire, ich wollte mich nur über die Möglichkeit eines Umzugs meines Büros erkundigen. Es ist wirklich ziemlich instabil im Moment und ich fürchte, dass der Puzzlebericht und dass ich fürchte, dass der Puzzlebereich jeden Augenblick einfach einstürzen wird. Danke, Tim. Warum Tim? Also danke, Tim. Hä? Hier steht du. Da steht oben du. Aber warum danke, Tim? Habe ich ihm das gesendet? Oder habe ich ihr das gesendet? Ja, danke, Tim. Hey, hey, Tim. Ich möchte mich für deine aktuelle Situation entschuldigen. Leider betrifft diese fast alle. Das Problem mit dem aktuellen kataklysmischen Ereignis wird der Erde Ereignis auf der Erde erzeugt solche starken Schockwellen, dass es das Sentry langsam zerstört. Vielleicht können einer der Puzzleagenten deine Büroräume zwischen den Puzzleaufgaben zurückspulen. Danke, Clary. Oder, Carla. So, Clary. Carla. Du. Danke, Carla. Das klingt nach, nach? Fop web pop. Was? Hä? Was? was? Unten einfach mal auf die Tastatur, mit dem Kopf auf die Tastatur gehaut, weil frustriert und so.
Nee, aber warum steht hier du und warum antworte ich mit Tim? Warum antworte ich mit Tim? Verstehe das nicht. Muss man das kurz nochmal lesen. Danke, Tim. Okay. Also ich verstehe nicht, warum danke, Tim. Wir sind doch Ari, oder? Okay, den hier. Last Position wird das ja sein. Ah, ich verstehe schon. Ich verstehe. Das wieder an. Oh Mann. Okay. War doch einfacher, als ich dachte. Dachte irgendwie, ich muss den dann nochmal zurückdrehen, den Würfel. Aber hat ja ganz gut geklappt. Puzzleraum 10, also 10.04. Und einen Schluck trinken. So, jetzt hat. Perfekt, ich habe meine Cam die ganze Zeit aus. Das ist der Nachteil immer on stream. Okay. Also vom Würfel ist die Last Position. Die hier. So viel ist mir schon mal bewusst. Thank you.
Oh, jetzt hat. Kann ich das ausschalten jetzt? Okay, Moment. Aber da ist doch kein Jump-Pad hinter, oder? Ach so. Aber es muss doch dann zuerst da drüben sein. Muss zuerst hier und dann darüber. Auch aber hier dann zweites. Oh, ich hab's verstanden. Lol. Oh Gott, ich hab's verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Uff, 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 uff. Das ist mir gerade nicht bewusst gewesen. Man Jump-Pad. Da ist der Last Position hier. Das sollte hier ausreichen, meine ich. Wenn ich mich verschätze, verschätze ich mich. Obwohl, also theoretisch. Theoretisch müsste das doch reichen. Das Last Position. Aber ich darf ja nicht durch den Laser.
Geht doch, okay. Hat doch ausgereicht. Puzzle 1005, okay. Jetzt werden sie langsam knifflig, die Rätsel. Merk schon. Oh Gott. Muss das Jumppad hier hochkriegen. Und den Würfel muss ich hierher kriegen. Okay, wir kommen hier auf jeden Fall nicht hoch. Hey, jetzt muss ich gerade mein Birne ein bisschen anstrengen. Okay, okay. Man kann es natürlich nicht auf einer Treppe platzieren, weil irgendwo klar. Okay, das ist auf jeden Fall nicht der Way. Wird nicht ausreichen, oder? Wenn ich jetzt einfach den Würfel runterschmeiß. Der Würfel muss da, wo das Jumppad ist, hin. Okay, nee, das ist halt auch einfach nicht. Ich muss halt wissen, wo der als erstes hin muss.
muss da halt auch auf jeden Fall irgendwie rüber. Oh. Boah, das ist knifflig. Kann da halt aber auch nicht hochspringen, wenn er jetzt da stehen würde, oder? Halt einfach nicht, um da hoch zu gehen. Auf den Würfel kann ich auch nicht. Hey, ich habe keine Ahnung gerade. Bin ich dumm? Wenn ich jetzt so... Kann auf jeden Fall zurück. Ja, wegen dem Jump-Pad halt alleine. Oh. Oh, ich hab's. Das ja. Das ist ja frech. Das ist ja frech, dass mir das jetzt erst auffällt. Fahr mal weg. Okay, nochmal. Ich muss es da gleich richtig reinwerfen. Dann muss der nämlich so mit dem Strahl hier rüber sein zu mir, dass ich rüberlaufen kann. Dann droppe ich da quasi runter und... So. Hätte einfach überlaufen können. Bin so dumm. Ja, ich bin so dumm. Aber egal. Last Position des Würfels ist da oben. Ah, wie schaffe ich das? Oh.
Muss ich irgendwie schaffen, dass der Würfel dann da steht. Okay. Wir müssen es jetzt eh nochmal so machen. Hin. So, letzte Position ist das. Nächste Position wäre da oben. Das ist Last Position. Müssen wir hier? Okay, wir haben's. Oh Gott, wir haben es. Das war jetzt anspruchsvoll, ja, okay. Ah, und das nächste Kapitel auch abgeschlossen. Kapitel 10 abgeschlossen. Lübt, lübt, Chat, lübt. Also jetzt am Ende, so Ende hingegen sind die Rätsel schon krasser. Puzzle Area 11. Reduction Mind Change. Ja, da kommen wir natürlich nicht lang, war klar. Reaktor im Main System, das hinten. Ja, ich weiß, das ist schon kein System. Alles gut. Entering Staff Quarters. We need to find a way to the top floor. Den Weg an die Oberseite finden. Okay. Wie machen wir das? Hi. But you all have the same face. We're trying to get to the top. Think you can help? Thanks, Eve. Thanks, Eve. Thank you, fellow friendly robot. Note, new route detected to reach top floor. Okay, wir gucken uns aber natürlich erst um. Danke, Eve. Tschüss. Oh, er ist so süß. Ich will unbedingt ein E-Roboter-Kuscheltier, so ein Kleinformat für den Tisch. Debattierclub. Oh, cool. Ananas. Ananas auf Pizza. 15% und 85% mögen es nicht. Verstehe ich gar nicht. Ich mag Ananas auf einer Pizza. Hexe, Hexe, Hexe. Ich weiß, was ihr euch gerade denkt, Chat. Oh. Today's topic, sind die, oder sind sie effizient? Entlässig und effizient. Oh. Das war's. Mehr Diskussion gab's nicht. Haben sie nebenbei hier gegessen. Cool.
Finde ich aber schön, so ein bisschen erklärt, was die Leute hier gemacht haben. Wir finden gleich einen Weg nach oben, nur will mich erst umgucken. Wir hören hier auf jeden Fall Vögel. Einfach aber auch schon krass. Schon krass, dass wir quasi, wie soll ich sagen? Dass wir quasi... Habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Perfekt. Das ist natürlich super. Was soll ich gerade sagen? Lol. Wir müssen auf jeden Fall hier hoch. Okay. Würde mich halt gerne umgucken, weil ich die Quartiere gerne... Hier wurden alle einquartiert, okay? Hier kommen wir als nächstes hoch. Aber wir gucken uns natürlich alles erstmal eins zu eins an, ob wir hier in irgendein Quartier rein können. Glaub es zwar fast nicht, aber... Wäre schon cool, so für ein kleines Easter Egg mäßig. Da oben, das ist offen auf jeden Fall. Gucken wir uns um. Weiß immer noch nicht, was ich gerade sagen wollte, lol. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas hattet und gerade über ein Thema reden wolltet, aber es instant wieder vergessen habt? Das ist sehr ungeil. Kommen wir auch an die andere Seite. Okay. Ja, ich glaube, wir können schon gucken. Ich glaube, das ist mit einem grünen Licht gekennzeichnet. Ob wir runter können oder nicht. Deswegen. Da können wir auf jeden Fall rein, sehe ich gerade. Ein Nickerchen wäre jetzt toll. Small static charge emitted to handle grip. Tiredness detected in puzzle operative. Hey, turn that off. Static charge to awake feature cannot be disabled. All allocated puzzle exercises must be completed during the working day. Oh. Oh, Jump Pad. Können wir hier noch irgendwas lesen? Oh, guck mal, die Katze wieder. Das Katzenbild. Okay, wir nehmen das Jump Pad mit. Können wir jetzt natürlich nutzen. Könnten wir natürlich auch nutzen für andere Dinge, gell? Für was zum Beispiel? Eckrad. Das ist doch nicht der Weg, oder? Ich glaube tatsächlich, muss es da unten zwischenlegen. Hier geht's nicht weiter, da drüben geht's auch nicht weiter. Ja, ich muss es hier unten hinlegen. Okay. Okidoki. Hat geklappt, geil. Okay. Gehen wir auf jeden Fall mal weiter.
können uns hier leider echt nicht krass umgucken. Aber da oben ist auf jeden Fall ein Raum. Okay, wir sind auch, da müssen wir auch durch, glaube ich. Jetzt ein Level 5, okay. Ah ja. Computer, perfekt. So. Sehr geehrte Puzzle-Agent, wir möchten Sie daran erinnern, dass es entfernt von Puzzle-Elementen außerhalb, aus dem Puzzle-Bereich streng verboten ist. Was? Wir vermissen derzeit einen Sprungwürfel und einen Brückenwürfel aus dem Puzzlebereich 11 und 12. Puzzle-Elemente, die nicht zur Freizeit zwecken, bitte bringen Sie sie umgehend zurück. Mit freundlichen Grüßen, das Entropy, die Entropy-Geschäftsführung. Ja, geil. Haben die jetzt hier einfach das mit... Hier wird auch ein bisschen erklärt, warum die Dinger hier rumstehen und warum ich die jetzt nutzen kann. Weil die Leute die einfach aus Fun mitgenommen haben. Ganz ehrlich, so ein Jump-Würfel würde ich auch mitnehmen. Aber heißt in 11 und 12 gibt es dann wieder ein Element weniger, wenn wir das machen müssen. Okay. Irgendwann können wir hoch. Hey, hier gibt es leider, glaube ich, nichts mehr zum Angucken. Okay. Machen wir mal weiter. So, und jetzt haben wir es geschafft. Jetzt können wir hier oben raus. Ja, das mit der Cam ein- und ausschalten. Ich weiß, es ist immer nervig, wenn ich das nebenbei vergesse. Da ist so eine schwarze Gestalt. Hier können wir nicht weiter. Geh nicht ins Licht, Johnny! Entschuldigung, das muss jetzt sein. Ich habe immer noch vergessen, was ich sagen wollte. So ein Kack. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte, lol. Puzzle 1101. Transformers. Take an Entropy Cube through a transformer to change it into another type of Entropy Cube. Entropy Cubes can be rewound through a transformer to restore it to its initial state. Safety note, walking through a transformer will not turn you into an entropy cube. But for extra safety, please don't stand near the transformer for extended periods of time. Okay, I'll tell you if I start feeling foxy. Ich sag Bescheid, wenn ich mich wie eine Kiste fühle. Ja, ist so geil. So, es wird alles transformiert, das da durchkommt. Nur du nicht. Also alle Würfelelemente. Okay, das ist ein cooles Element. Okay, das ist ein cooles Element. Finde ich ist ein bisschen witzig, kann man was ändern. Also ist auf jeden Fall das Problem von 11 und 12 wurde auf jeden Fall gelöst, nämlich mit diesen Dingern hier. Ist schon klar. Da müssen wir Jumppad rüber. Das ist Endposition. Da haben wir ein Jumppad. Das hier hin muss. Ja, das wollte ich nicht. Dann muss es hier durch.
Okay, das ist cool. Das ist das ist richtig cool. Okay, wir sollten uns vielleicht beeilen. Sollten uns vielleicht ein bisschen beeilen, was mit dem Kern zusammenhängt. Ich kann es nicht weiter zurück. Das ist ja dumm. Okay, machen wir nochmal zurücksetzen. Pet. Hier hin. Dann dahin. Dann hier durch. Oh. Aber ist cool. Ist cool mit den Rätselelementen. Mit diesen einzelnen Funktionen. Es ist wirklich sehr einfallsreich. Bam. Macht echt Spaß tatsächlich. Aber ich finde das Game ja sowieso cool. Also für jeden Portal-Liebhaber ist das krass. Oh Gott, was ist hier denn passiert? Ja, es kann eh nicht hochgeladen werden. Oh, und da können sich Leute dann auch dieses Rätsel und so angucken. Cool. Hey, gehen wir weiter. Also eigentlich hat die Firma ja was Tolles vorgehabt. Das ist ja... We take your ass. Cool. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. Ah, kacke. Gab es da mehrere unterschiedliche... Hast du einen schlechten Tag oder einen Happy Day? Ah, es ist so schön, diese Bilder. Ach, das ist sehr gut. Ich liebe sowas, ja. Ah, ich mag sowas. Ah, ich mag sowas. Would you like to play some ping pong? You don't have any arms. Don't have any arms yet. Ich habe keine Arme, noch nicht. Das ist zumindest beruhigend. Was ist da unten markiert? Okay, immer noch so ein altes Ding. Wir lesen hier auf jeden Fall mal. Bamble. Sehr geehrte Mitarbeiter, Teilnehmerplätze für die jährliche Entropy Center Tischtennis-Wettbewerb sind sofort, sind ab sofort offen. Cool. Ja, wäre schon cool. So, kann ich Ping-Pong-Ball? Oh, es wäre cool, wenn ich den so zurück und dann wird das so hin und her springen. So, weißt du, bing, bing, bing. Das wäre cool, wenn man das so zurückspulen könnte. Wäre irgendwie witzig. So wie mit dem Apfel so ein bisschen zurückdrehen. Aber naja, mal gucken. Wir gehen mal weiter. Mal schauen, was hier uns noch so erwartet. Kann ich nicht weiter. Okay.